Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Home Sweet Home. Eventuell auch der letzten und finalen Folge. Wir sind in einem riesengroßen Raum gelandet, weiß ich nicht, irgendwie Aufenthaltsraum oder so. Wir haben eine Flasche mit Weihwasser gefunden, wir haben eine Säge gefunden und wir haben eine Tür gefunden, die blockiert ist mit einem sehr, sehr dicken Metallstück. Das müssen wir durchsägen und wir werden natürlich nicht alleine sein. Ich habe mir das so gedacht, dass ich, wenn ich das so beim ersten oder zweiten Mal nicht schaffe oder beim dritten Mal, dass ich das dann, wie schon vor einigen Parts besprochen, dass ich das dann schneller vorlaufen lasse, dass wir dann eventuell heute schon das Finale schaffen, dieses Projektes. Und genau, wenn es euch gefällt, lasst ein Like, lasst ein Abo da, schaltet die Glocke ein und jetzt schauen wir mal, wie weit wir denn kommen. Wir haben immer diese Station quasi als Hilfe, wenn wir darüber das Weihwasser kippen, ist das sozusagen Schutz für uns und schlecht für die Lady mit dem Messer, die uns wahrscheinlich gleich auch noch besuchen wird. Gut, aber zunächst versuche ich mal zu sägen. So, sägen, sägen. So, da ist sie nämlich. Wir bekommen Besuch. Und jetzt müssen wir Folgendes tun. Ich versuche jetzt mal was. Ich kippe jetzt hier dieses Wasser drüber und das müsste sie eigentlich jetzt auslöschen, genau. So. Und das müssen wir jetzt weitermachen. Und das sehr oft. Und ihr seht immer links die Anzeige, wie weit wir sägen können. So, irgendwo ist sie wieder, da ist sie. Zum Leben erweckt. Gut, das hat jetzt glaube ich nicht so 100% funktioniert. Oder vielleicht bleibt dieser Schutz ja noch da. Hier sind wir, genau. Hier, komm hierher, genau. Komm. Das würde mich auch gerne mal interessieren. Egal, wir sägen einfach Mutter weiter. Wir sägen einfach munter weiter. Ah, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ah. Jetzt kippen wir hier etwas Wasser drüber. Das nützt hier gar nichts, oder? Ist hier dieser Schutz? Ah, dieser Schutz war gar nicht da, hä? Jetzt erst. Jetzt erst können wir da wieder Weihwasser rüber. Oder was heißt Weihwasser? Dieses, oh nein, geht nicht. Hier müssen wir rein, hier müssen wir rein. Das ist doch eigentlich, genau, ein Schutz für uns. Genau, sie geht in den Blutbad wieder unter. Oh Gott, aber so viele Stationen gibt es hier gar nicht, oder? Oh, schneller, schneller, schneller. Ey, wir haben noch viel vor uns. Was ist das denn auch für eine Eisenstange, ey? Sägen, sägen. Ah, da ist sie erneut. Hier ist jetzt die nächste Station, wo wir hingehen. Jetzt warten wir erstmal, bis sie auf uns zugerannt kommt. Alter, wie viel Blut hier ist. Seht ihr das? Richtig krass. Wie viel von der Decke einfach tröpfelt und überhaupt und... Hier, komm zu mir. So ein bisschen müssen wir sie ja auch hier hinlocken zu uns. So. Die haben wir erstmal los für eine Zeit. Frag dich nur, für wie lange. Ja, die Hälfte haben wir schon ungefähr. Komm, schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. Komm, wir sind bald durch. Wo taucht sie auf? Das ist die Frage. Wo taucht sie auf? Da taucht sie auf. Wir hören das Messer. Hier ist jetzt das nächste Ding. Hier, komm her, Junge. Beziehungsweise Frau. Weihwasser, gib das Weihwasser drüber. Oh, nein, 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 nein. So, kipp das Weihwasser drüber. Haben wir doch, oder nicht? Haben wir das Weihwasser nicht rübergekippt? Ah, scheiße, scheiße. Wo soll ich denn hinflüchten? Ich muss flüchten. Vor ihr, sie war irgendwo dahinter.
Oh nein, 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 nein. Ah, das gibt's nicht. Ey, ich hab doch das ausgelöst. Ich hab das doch ausgelöst. Das gibt's doch gar nicht. Das ist Betrug. Das ist Betrug. Ich hab das Weihwasser doch rübergekippt. Ah, das ist ärgerlich, ey. Das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Und das Beschissene ist, dass der Speicherpunkt der beste überhaupt ist. Das müssen wir hier nochmal anfangen. Alles nochmal suchen. Alles von vorne. Und deswegen würde ich sagen, damit das nicht nochmal 6 Minuten dauert. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Ich werde das Vorspulen schneller laufen lassen. Und dann schauen wir mal, wie lange ich dafür brauche, damit ich diese Tür hier durchgesägt bekomme. Also ich würde sagen, 3, 2, 1 und ab jetzt ist es schnell. Go! Zehn Stunden später haben wir es also nun endlich geschafft. Das war aber auch ein Affenzirkus, den wir da veranstalten mussten. Aber wenn man erstmal weiß, wie es geht, ist es doch eigentlich gar nicht so schwer. So, wir sind jetzt hier wirklich in den letzten Zügen. Wir sind wieder am Anfang. Ihr erinnert euch, dahinter war das Labor. Hier war dieser lange Schulgang. Und ich weiß gar nicht, in der wie viel... Oh nein. Oh fuck. Und ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Warum kann ich nicht rennen? Na toll, super. Schneller, schneller, schneller. Komm, das darf jetzt nicht schief gehen. Komm, schnell, schnell, schnell. Ach, ist das bitter. Schneller, schneller, schneller. Wir haben es gleich geschafft. Komm, komm, komm. Ich guck nicht hinter mich. Doch, da ist sie. Oh, lauf, 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 lauf. Schneller, 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 schneller. Ich glaube, jetzt. Ich verschwinde besser von hier. Dann war das also auch das Geheule, das wir auf der Toilette gehört haben. Von der Tür, die nicht aufgegangen ist. Das ist also der Shane, der sich umgebracht hat. Also war das wahrscheinlich ihre Geliebte. Die hat die ganze Zeit gedacht, wir sind das? Oder wir, wie wir, wären dafür verantwortlich? Okay, wir verschwinden von hier. Die einzige Tür, die hier wirklich geöffnet ist, und zwar durch diese hier. Ganz schnell weg. Du musst jetzt niemanden mehr finden. Ha. Da ist noch ein Teil des mysteriösen Fotos. Und ich glaube, jetzt haben wir das Foto endlich zusammen. Ich glaube, das war das letzte. Das möchte ich mir doch gerne angucken. Also wenn wir schon was komplett haben, dann müssen wir das doch mal hier anschauen. Jane. Foto von Tim und Jane. Aha. So, das war so Jane, das sind wir. Steht irgendwas hinten drauf? Irgendwas mit roten Fäden. Ach Quatsch, halt, da stand noch was drauf. Moment. Da stand, glaube ich, noch was drauf, oder? Beschreibung. Ein Foto von Tim und Jane mit einer Nachricht drauf. Ich liebe dich und ich werde immer für dich da sein. Wirst du wirklich für mich da sein? Merkwürdig. Merkwürdig, diese ganze Geschichte. Naja, komm, wir verschwinden von hier. Ah, noch ein Tagebucheintrag? Nein. Moment. Doch, noch ein Tagebucheintrag vom 27. Mai. Diesmal ist ein Foto mit dabei. Schauen wir uns an.
Der Dolch ist das Einzige, was mir noch helfen kann. Der Dolch, den mir der Novize gegeben hat. Tim würde mich wahrscheinlich für verrückt erklären. So, ich musste ihn vor ihm verstecken. Hinter dem Schrank sollte er gut aufgehoben sein. Wenn Tim mir schon nicht helfen will, muss ich mir wenigstens selbst helfen. Ich bin nicht verrückt. Heißt also auch, dass wir nochmal zurückgehen werden? In unser Haus? Oder wo? Oder wie? Oh, dieser Gang ist auch unendlich lang, ey. Hä, der war doch... Der war doch gerade gar nicht so lang, oder? Bilde ich mir das nur ein? Hier ist ein roter Faden. Ja, ist jetzt hier irgendwo auch nochmal das Ende? Also das ist ja wie bei Super Mario 64 bei dieser unendlichen Treppe. Hä? Wo müssen wir denn jetzt lang? Ist das ein Bug vom Spiel? Also ich laufe jetzt nicht 10 Kilometer geradeaus, ne? Und hier noch 10 Minuten lang. Ich wollte eigentlich in diesem Part dieses Let's Play beenden. Und genau das werde ich auch tun. Zehn Stunden später auch hier endlich bei der anderen Tür angekommen. Das war für mich viel näher dran, ganz ehrlich. Okay, ich kann mich auch geirrt haben. Aha. Und wir sind wieder zu Hause. Wir sind schon wieder zu Hause. So, jetzt müssen wir mal den Schrank finden. Beziehungsweise diesen Dolch finden, den Jane gemeint hat. Gut, hier ist alles nach wie vor durcheinander. Mal gucken, ob irgendwas auf dem Anrufbeantworter ist. Tim, it's me again. Since your wife's disappearance, you seem a bit strange. You don't act like yourself lately. We're friends, aren't we? If you need to talk to someone, I'm here, all right? Please call me back. I'm worried. Ja, zufälligerweise sind wir die ganze Zeit von einer Frau mit einem Teppichmesser verfolgt worden. Haben sonstige Sachen durchlebt, Alter, die einen zweimal in eine Psychiatrie reinbringen. So, und zwar befindet sich da oben diese Kiste. Das habe ich mir nochmal angeguckt. Da oben befindet sich die Kiste. Und da wir da so nicht raufkommen können, brauchen wir natürlich eine Leiter. Und aktive Verfolger dieses Let's Plays werden wahrscheinlich gesehen haben, dass sich hier hinter dem Kühlschrank, wo wir fast ermessert wurden, dass sich da eine kleine Leiter befindet. Die benutzen wir jetzt, um den Dolch zu kriegen. Und somit auch gleich das Spiel zu beenden, denn lange wird es nicht mehr gehen. Wie gesagt, in diesem Part wird es soweit sein. Zur Not ist das ein Part in Überlänge. So, wir gehen auf die Leiter, holen uns den Dolch. Zack. Okay. This is it. Should come in handy. Und wir schlüpfen in eine andere Person, und zwar... Ihr seht es schon. Das ist nicht der Tim, sondern eine zittrige Frauenhand oder Hände. Und zwar ist das Jane. Wir spielen nämlich jetzt Jane in den letzten Momenten dieses Spiels. Und wir müssen jetzt diesen Novizen finden. Wir müssen diesen Novizen finden. Ich weiß nicht, ob wir in der Hütte sind. Okay, hier geht's offensichtlich nicht rein. Ich weiß nicht, ob wir in dieser Holzhütte sind, wo wir ganz am Anfang schon mal waren, aber... Hier sind auf jeden Fall merkwürdige Sachen. Hier stehen Bücher. Wer liest denn noch Bücher? Voll altmodisch. Wir hören die Stimme. Gut, dass hier ein Besen umfällt. Halt, die Tür machen wir auf. Die Tür, die können wir nicht mehr aufmachen. Okay. Hier spielt irgendein Radio schlecht, dann mussten wir zur anderen Seite. Dann bin ich gerade einmal falsch gelaufen, wenn die Tür nicht aufgeht. Und diese Musik, die kennen wir auch noch. Lang ist's her. Und ich weiß immer noch nicht, was das heißt. Ich verstehe das immer noch nicht, was es sein soll.
Hier ist noch so ein kleiner Zwischenraum, so ein Verbindungsraum. Ich gucke immer nach unten, weil nicht, dass mir da jetzt gleich irgendwas ins Gesicht hüpft. Aber trotzdem will ich jetzt wissen, wie das zu Ende geht. Weil das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass wir jetzt nochmal irgendeinen Raum finden müssen. Oh. Also ich finde, der Gewitter in echt schon schlimm, ne? In Videospielen dann nochmal, weil das so plötzlich einfach gekommen ist. Hier ist ein Fenster auf. Hier fliegt mir irgendwas. Was sind das? Staubpartikel? Oder irgendwie, weiß ich nicht, fliegt mir hier entgegen. Hier ist irgendeine Tür zugegangen. Okay, wir kommen anscheinend näher. Die Partikel geben uns vielleicht Hinweis. Ich gehe erstmal hier lang. Mein Gefühl sagt mir, ich muss diesen Partikel... Da steht doch einer. Was ist das denn für eine Figur? Habe ich was fürs Thumbnail? Sehr gut. Aber irgendwo ist hier so eine Tür, wo wir rein müssen. Irgendwo ist hier eine Tür. Aber ich weiß nicht, wo diese Tür ist. Da steht noch eine Figur rum. Wer singt denn hier so schön? Hier stehen ja überall diese Figuren. Was sind das für Figuren? Was sind das für diese... Was sind das für Figuren? Sind das diese Novizen? Von denen auch dieser Dolch stammt? Jetzt bin ich gerade überfragt. Sind wir jetzt gerade einmal im Kreis gelaufen? Aber warum können wir denn hier nicht rein? Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen überfordert, weil ich jetzt nicht so ganz genau weiß, wo ich hin muss. Was ich machen muss. Ich laufe gerade im Kreis. Hier ist doch gerade irgendeine Tür zugeklappert. Müssen wir vielleicht doch nochmal hier zurück dann? Nein, hier kommen wir auf keinen Fall rein. Ich mache nochmal eine Runde. Ich drehe nochmal eine Runde. Diese merkwürdige Frauenstimme da. Sind hier gerade die Fenster aufgegangen? Ah gut, hier... Ach doch, hier kommen wir noch durch. Wir sehen jetzt aber diese Balken. Ich habe auch leider keine Taschenlampe. Also ich habe nur den Dolch und diese brennende Kerze. Sind das da zwei Augen? Hier haben wir noch einen Raum gefunden. Hier ist irgendeine Bücherei. Ne, sieht so aus wie eine Bücherei, ne? Ist aber keine Bücherei. Noch irgendein Ritual. Was ist das für ein Instrument? Besonderes Musikinstrument. Schade, da geht's nicht durch. Das heißt, wir müssen hier bestimmt noch irgendwas erledigen, bevor wir da durchgehen können. Oh, das zieht sich in die Länge. Das zieht sich in die Länge, ich merke das schon. Auch wieder drei Schädel, drei Kerzen, Spiegel, wo wir uns selber drin nicht sehen können. So, jetzt gehe ich nochmal hier rum. Hier steht wieder ein Ventilator. Stand der hier vorher auch schon? Okay, eine weitere Musikspiel. Wo kommen die denn jetzt her? Asiatisch angehaucht. Sie wird lauter. Gut, dieser Helm lag vorher auch noch nicht hier. Da. Was macht sie da?
Oh, ich glaube, wir laufen ihr genau ins Messer. Ins offene Messer. Hier geht's auch nicht rein. Alter, was spielt die denn für ein Spiel mit uns? You wanna play a game with me? I'm gonna play a game with you, man. I will destroy you with my knife, man. So, schon ist wieder alles beim Alten. Schon ist wieder alles ruhig. Die Tür können wir immer noch nicht öffnen. Das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, ist das so ein Brauch? Jetzt steht sie mit dem Rücken zu uns. Die stand vorhin auch noch andersrum. War die für kurze Zeit lebendig? Kann es sein, dass sie uns für kurze Zeit angeguckt hat? Das ist ja fast noch mal so gruselig wie... Weiß ich nicht. Geht's auch nicht durch? Okay, wieder zurück. Alter. So ein Spiel müsste es mal gehen. Mit so einer Musik, ey. Nur... Haben wir verloren? Oh. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal... Ne. Nochmal machen oder wo sind wir? Ah nein, okay. Wir starten von hier. Heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich vor ihr flüchten. Was? To be continued on Episode 2? Nein, es gibt noch eine zweite Episode. Aber warum weiß ich nichts davon? Na gut, also wir kehren zum Hauptmenü zurück und somit beenden wir dieses Horror-Let's Play Home Sweet Home. Das soll's also gewesen sein. Ich schaue mich mal nach der zweiten Episode um. Ich möchte natürlich jetzt wissen, wie es weitergeht, ne? Also Jane haben wir ja gerade gespielt, hat man ganz klar an der Stimme erkannt. Aber... warum wurde die verschleppt und von wem wurde die überhaupt verschleppt und was hat das mit diesen merkwürdigen Figuren auf sich? Naja, ich schaue mich mal um, ob ich irgendwo Episode 2 finde, ob das vielleicht noch gar nicht draußen ist, keine Ahnung. Müssen wir einfach mal gucken. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und ich bedanke mich wirklich bei jedem, der dieses Let's Play geschaut hat. Ich weiß, es waren nicht so viele, aber trotzdem, auch wenn es nur 7 oder 8 Leute sind oder ein bisschen mehr als 10 Zuschauer, freue ich mich trotzdem, wenn ihr... Freude hattet an diesem Projekt. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Freude. Ich fand das mega interessant, mega spannend, so Detektivarbeit zu leisten. Ab und an noch mal ein bisschen unheimlich, ab und an mal ein bisschen nervig, wenn man immer das Gleiche machen muss. Die Speicherpunkte sind nicht immer so ganz die, die ich mir gewünscht hatte. Aber gut, so ist es nun mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und wir sehen uns bei einem anderen Projekt von mir wieder. Auf Wiedersehen und ciao.